Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier immer noch dabei, den Krieg gegen die Orks zu führen. Und ich will dieses Mal von der anderen Seite versuchen, das mal jetzt ein bisschen freizuräumen. Wir haben ja jetzt die Seite komplett leer gemacht. Ich guck nochmal, ob hier auch wirklich alles leer ist von den Orks. Das wird ja eine etwas längere Folge, wieder mal. Das ist jetzt Teil 2 von der Befreiung hier. Wie viel? Wir haben auch 22 Lernpunkte schon mittlerweile. Ist auch schon gut, sagen wir mal so. Und, oh, hier haben wir eine Ork-Axt übersehen. Aber ich finde das auch schon mal nice, dass wir hier das alles befreit haben. Auf der Seite zumindest. Dass wir in der Lage sind, die Orks zu besiegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, wie ich gegen die kämpfen soll. Weil ich habe jetzt ein kleines Päuschen gegönnt, so von ein oder anderen zwei Tagen, bevor ich hier weitermache. So, aber hier müsste jetzt eigentlich... Ja, hier ist eigentlich alles frei, was die Orks angeht, ne? Das heißt, die müssten jetzt nur noch da vorne sein. Hier ist auch dicht, also frei. Komm, jetzt, wo wir auf der Seite sind, können wir hier weiter frei machen. Wie sieht es denn da vorne aus? So. Hier haben wir noch ein bisschen Feuerkraut und hier noch ein Heilkraut. Müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, aber ich finde das super, dass wir in der Lage sind, die alle kaputt zu hauen. Hier ist ja jetzt niemand mehr auf der Seite. So, Butlerfleisch. Wir wollen ja hier alles eigentlich frei machen, dass wir hier jetzt auch frei herumstolzieren können. So, die arme Hütte, die hier mal war, die ist weg. Finde ich schade. Die Truhe hatten wir ja schon gelootet, oder? Ja, die hatten wir schon gelootet. So, und ich finde schade, dass hier eigentlich der komplette Wald weg ist. Das war so schön, der Wald eigentlich. Aber irgendwie mussten die ja die Palisade bauen. Wofür auch immer die Palisade da gebraucht wird. Weil dort ist ja eigentlich das Sumpfgebiet, das Sumpflager. Ich bin am Überlegen, einfach mal den Marvin-Mode zu benutzen und dann darüber zu gehen, auf die andere Seite der Mauer, der Palisade, um zu gucken, was es da gibt. Nur einen bitte. Ich will nur einen von euch. Einer wird reichen. Hallo, einer. Ja, okay, dann. Kann ich irgendwie... versuchen, einen anzulocken, also dass ich die irgendwie doch brenne. Jetzt sind die mit ein bisschen mehr Abstand. So, okay. Ach so. Ging doch relativ einfach. Okay, den anderen kann ich jetzt auch noch anlocken. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt schwieriger. Irgendwie hatte ich das noch im Kopf gehabt, so. So, komm her. So, nice. Auch erledigt. Der hat aber nichts. So, und hier haben wir noch ein paar Kräuter. Die nehmen wir mit. So. Wo haben wir den nächsten? Auf der Seite des Flusses müssten ja eigentlich auch noch welche sein, ne? Oh,
und auch mal gucken. Das sieht so aus, als könnte man da vielleicht doch rüber. Da sind ein paar. Da sind zwei. Das sind normale Orks, oder? Da unten sind auch noch wieder welche. Ach. Von wo hat der mich denn gesehen? So, ich helfe ihm mal, hier irgendwie hochzukommen. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Ich glaube, der braucht da Hilfe. Komm mal her. Hier. Hier haben wir einen Weg. Ah, da bist du ja schon. So, nice. Haben wir. Seine 9 Gold nehmen wir auch noch mit. So, und dann wollen wir runter? Ja, der kann dann auch denselben Weg nehmen. Und schwimmen. Komm, hier entlang. Dein Kollege war ja da vorne. Komm. Und schafft das hoch? Ja, der schafft hoch. So, haben wir auch erledigt. Interessant, wie schwach die eigentlich mittlerweile sind. Die war mal so eine. Ich habe hier was gehört. Die war mal so eine heftige Bedrohung für mich. Und jetzt kriegen wir die so einfach auseinander. Okay, wenn die zu viele auf einmal sind, dann ist es doch ein bisschen schwer. Was ist mit den beiden? Und dann Snapper noch dabei. So. Ja, komm. Erstmal nur ein. Einer wird reichen. Okay, der hat mich noch erwischt. So, seine Ork-Axt nehmen wir mit und. Schön, was er damit mit sich hatte. So, wie sieht's da hinten aus? Da unten müssen wir eigentlich auch mal lang. So, komm her, Kollege. Okay, der ist ein bisschen schlauer, was Kämpfen angeht. So, bei den Snappern speichere ich einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem. Oder. Ah, da ist sogar ein Weg. Machen wir das mal so. So, solange der da unten festhängt. Seine Axt. Die Axt kriegen wir nicht mehr. Okay. Ja, jetzt muss ich aber definitiv nochmal pennen. Und ein bisschen Leben aufladen. Aber wenigstens sparen wir auf diese Art. Auch wenn das ein bisschen faul. Da sind auch wieder Ork. Um die kümmern wir uns vielleicht gleich. Aber auf diese Art
kriegen wir das zumindest am sparsamsten hin, wenn wir bei Kavalons Hütte sind. Heilwurzel, die nehmen wir mit. Und den Dunkelpilz auch. Ja, wie gesagt, also auf diese Art kriegen wir es am sparsamsten hin, hier uns zu heilen. Und hier die ganzen Punkte einzusammeln. Und mir sind jetzt aktuell die Punkte schon sehr wichtig, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich die auszugeben habe. Aber ich glaube, da drinnen werden die sich dann freuen, wenn die Orks hier drumherum besiegt sind. Ich bin ja schließlich hier, ja, ich bin eigentlich der beste Krieger hier. Also ich glaube, jeder Gothic-Spieler ist hier der beste Krieger. Am Anfang erstmal niemand, aber man wird trotzdem wie Scheiße behandelt, das feiere ich auch. Das wird auf jeden Fall auch wieder mal eine längere Folge, da machen wir auch, sagen wir mal, eine 1,5-Stunden-Folge draus. Oder zumindest, bis wir hier drumherum zumindest alles besiegt haben, so lange machen wir die Folge. Wir hatten ja auch lange gebraucht gehabt, um die Seite hier zu befreien. Und mal gucken, wie lange wir dann für die andere Seite brauchen. Denn wir hatten ja in der letzten Folge ja auch hier die Dingens hier. Die Echsenmenschen bei dem Drachen hier besucht. Wir wissen zumindest, wo zwei der Drachen sich befinden. Ist jetzt nur die Frage, wo befindet sich der Rest, falls es noch mehr geben soll. So. Und ja, nicht wundern, ich habe auch ein bisschen so ein Bad Hair Day, kann man sagen. Mir gehen auch meine Haarsträhne ein bisschen auf die Nerven, weil die immer wieder hier vielleicht so eine Strähne so übers Auge geht und so weiter. Ich weiß nicht, sieht, ob man das bei der Cam sieht. Aber ich merke das die ganze Zeit. Dass so ein einzelnes Härchen von hier oben hier so runter geht, übers Gesicht, übers Auge und dann so stört das. Und das kommt immer wieder so. Ja, aber damit muss man leben, wenn man vorhat, sich die Haare ein bisschen mal länger wachsen zu lassen. So. Hier, die Seite ist ja soweit frei, oder? Also, hier vorne meine ich. Noch ein... Die 20 Erfahrungspunkte, die nehmen wir mit. So, wo ist der Nick? Da vorne ist der komplette Trupp schon. Das sind schon ein bisschen viele von denen. Und da kommen sie schon alle angeschissen. Dass die gleich alle auch immer kommen müssen. Also. So, den haben wir geschafft. Ich finde super, was die auch für Loot haben. Was haben wir schon eigentlich alles von denen? Wir haben hier wieder die Drachenschneide. Da muss, ich muss trotzdem noch zwei Hand auf 160 kriegen. Ein Hand. Die kann ich immer noch nicht nutzen. Stärke 18 Punkte zu wenig. So, und den nächsten will ich jetzt anlocken. Wir gehen aber mal darum. So, und der hier kommt. Der Schwere. Komm.
Okay, der hat mir aber auch schon ein bisschen... Da ist nichts zu holen. Bisschen zu schaffen gemacht. Ich speichere einmal. Und holen uns den nächsten ran. Aber kann ja nicht allzu schwer sein, hier die Seite auch leer zu räumen. So, da kommen sie schon alle. So, wer bleibt diesmal? Ich glaube, der Ork-Krieger, der normale. Ne, der Elite. Dann haben wir zwei von den drei Eliten, die hier sind. Schon mal. Yo, jetzt muss ich wieder pennen. So, sein Schwert. Orkisches Kriegsschwert. Gehen wir jetzt nochmal pennen. Das ist wieder so eine Tortur. Ja, aber wenigstens kriegen wir die Punkte langsam. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe noch? Na, sagen wir 5000. Kriegen wir locker hin, ne? Wenn wir 300 bis 450 pro Ork hier kriegen. Ist das jetzt auch relativ schnell erreicht. Ich frage mich, wie viele Punkte man kriegt für die ganzen Orks hier. Ich habe jetzt nicht zusammengezählt, wie viele Orks das sind, die hier rumlaufen. Aber es sind schon einige. Also ich glaube, 20.000, 30.000 kriegt man hier locker an Punkte durch die Orks. Vor allem, ich brauche wirklich, also ich will schon tatsächlich eigentlich die Drachenschneidchen haben und nutzen. Und schauen, wie ich das dann hinkriege. Vor allem, wir sind ja auch, was Stärke angeht, nur bei 117. Ich finde es aber super, dass wir auch Geschick schon auf 42 sind, obwohl wir da eigentlich gar nicht skillen. Warte. Apropos, haben wir eigentlich eine Steintafel noch übrig gehabt? Von irgendwas? Nein. Die Dinger halt, aber die brauchen wir jetzt nicht. Was ist mit den Dingern? Die sind leer. Olafs Beutel, ich habe keine Ahnung, wer Olaf ist. Und 9 Erz haben wir. Was für eine Waffe haben wir jetzt eigentlich ausgerüstet? Wäre Erz Zweihänder. Das ist auch bisher, glaube ich, die beste Waffe, die wir ausrüsten können. Was Zweihänder angeht. Wir sind ja, was Einhänder angeht, noch nicht so bewandert. Wir sind zwar Kämpfer, aber kein Meister darin. So, und wir holen uns jetzt den nächsten Ork. So, wer bleibt? Wer geht? Ich glaube, ich weiß schon, wer bleibt. Der Süße hier. Boah, ich freue mich, das alles von denen auch noch zu verkaufen, was wir hier haben. Das wird so viel Geld sein. So, der nächste bitte. Wie nah können wir jetzt ran? Ja, okay. So, wer bleibt jetzt? Okay, die beiden. Da muss ich noch irgendwie das anders machen.
haben beide weggelegt. Aber wie mache ich das mit den beiden? Jo, okay. Das haben wir geschafft gegen zwei gleichzeitig. Immerhin. Hoppala. Nichts zu plündern. Jetzt muss ich aber definitiv wieder pennen. Das hätte übel ausgehen können. Pack die Dose mal auf die Seite. Ah, hier ist noch ein Heilkraut. Wie konnte ich den übersehen? Da frage ich mich so oft, wie ich hier Sachen übersehen konnte. So, nochmal pennen. Ja, wird definitiv wieder eine extra lange Folge. Ist aber auch im Grunde jetzt zweimal die gleiche Folge gewesen, nur halt mit der anderen Seite. Aber wir kriegen das heute frei. Nur nicht in-game der heutige Tag, also RL den heutigen Tag. So, und ich stelle mir die Frage, wann kriege ich überhaupt die bessere Rüstung, die bessere Drachenjägerrüstung? Ich vermute mal, das wird genauso wie im ersten Teil sein, dass ich wahrscheinlich im Kapitel 4 dann die mittlere Drachenjägerrüstung kriegen kann. Und Kapitel 5, glaube ich, dann schon die schwere. Oder sowas wie die Erzrüstung oder sowas. Die Rüstung, die ich mega fand, war die von Raven, muss ich sagen. Die fand ich cool, so schön schwarz und alles. Ob ich die auch irgendwie kriegen könnte. Also so eine, zumindest vom Aussehen her. Also einfach um zu haben. So. Wie sieht's aus? So, okay, haben wir beide erledigt. So, wo ist der mit seiner Ork-Axt da? Und Heilpflanze? Nice, dass der eine Heilpflanze mit sich hat. So, wie sieht's aus? Da sind jetzt nur die beiden Schamanen, ne? Leichte Ork-Axt. Und den da. Wie nah komme ich ran? Okay, da kommen schon die anderen. Nein! Hört auf! Autsch! Okay, das war jetzt knapp. Das war sehr knapp. Fast wäre ich drauf gegangen. Den Kampf hätte ich jetzt nicht geschafft. Dann gehen wir mal lieber nochmal schlafen. Bevor ich hier nochmal drauf gehe. So. Ah,
Aber ey, das sind wie viel jetzt? Nur noch 2000, also ein bisschen mehr als 2000. Kriegen wir hin. So, nochmal schlafen und speichern definitiv. Dieses Mal speichern. Wir haben das gerade mal so geschafft. Wie hier auch alles am Knarzen ist. So, ich fand es schade, dass ich jetzt aber nicht geschafft habe, den Orkschaman da noch zu looten. Aber okay, wir kriegen ja so viel Scheiß von denen, dass da wird der eine Ork jetzt nicht wehtun. Wenn er jetzt despawnt. Ich frage mich, gab es eigentlich schon irgendjemanden, der es geschafft hat, hier wirklich jede einzelne Kreatur umzulegen, also jeden einzelnen XP, den man hier sammeln kann, einzusammeln. Also wirklich, dass jeder Kill in dem Game auf das eigene Konto geht. Und das Maximum an XP rausbekommen hat, was es hier zu holen gibt. Wenigstens die Ork-Axt bleibt hier liegen. So, da kommen sie schon alle. Also mich wird schon interessieren. Okay, da kommen. Okay. Das könnte übel enden. Ah, haben wir noch geschafft. Das hätte richtig übel enden können. So. Aber den haben wir geschafft. So, wie viele Ork-Schwerter haben wir jetzt? So, warte mal. Hier. Orksches Kriegsschwert. 14 Stück schon. 14 Ork-Kriegsschwerter. Ich frage mich, wie viel Geld ich jetzt für das alles bekomme. Guck mal, wir haben hier den Zweihänder, haben wir zweimal 14 Ork'sche Kriegsschwerter. Okay, nur 30 Werte. Echsenschwert haben wir 8 Stück. Steinbrecher 800 Wert. Okay. Leichter Zweihänder 750. Hier 51 schwere Ork-Äxte. Wo habe ich das alles gelagert? In meinem Arsch? Sorry für die Wortwahl, aber wo lagere ich das? Wo habe ich das drinne? Ja, das ist schon... Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass hier nicht dieses du trägst so viel und kannst nicht rennen Scheiß ist. Da würde ich dann wahnsinnig werden bei dem allem hier, wie oft ich dann zur nächsten Stadt rennen müsste, um die Sachen zu verkaufen. Apropos, kann man den hier was verkaufen? Markus? Nee, dem kann man leider nichts verkaufen. So, und wieder bis zum nächsten Morgen. Welchen Tag haben wir jetzt eigentlich schon? Den 138. Tag. 138 Tage haben wir schon verbracht hier. Sind schon 4 Monate, bisschen mehr als 4 Monate, fast schon 5 Ingame-Monate. Und wir sind immer noch in Kapitel 3. Nur um es anzumerken. Wir haben noch nicht geschafft, Kapitel 4 zu kommen. Apropos. Die Macht der Toten. Wir haben aber auch noch ein paar Quests. Diegos Gold müssten wir eigentlich auch noch machen. Wir müssten Diego sein Gold wiederbringen.
Aber dann wären das auch nicht mehr so viele Quests. Sobald wir dann hier das alles befreit haben, durchhaben, könnten wir rein theoretisch uns straight, also die ganzen kleinen Quests haben wir ja schon so gut wie erledigt und die ganzen Gegner hier besiegt. Heißt das, wir könnten dann rein theoretisch direkt straight los hier alle Hauptquests erledigen und dann sind wir eigentlich auch schon im Grunde durch. Dann sind das auch nicht mehr allzu viele Folgen, die ich dann habe. So. Kriege ich den da alleine? Ohne dass er seine Freunde holt? Der sieht mich echt nicht, ne? Okay, zweimal hat er mich aber erwischt. So, hier ist auch jemand gestorben. Unbekannter Soldat. Moin Leute! Ich mache hier alles frei. Gibt's hier noch was? Warte mal, war nicht hier die Stelle, wo in Extremo gespielt hatte? Hier. Das war die doch. Gibt's hier noch was zu finden vielleicht? Warte, da war was. Kohle. Wir haben Kohle gefunden. Nice. Sonst sehe ich hier, glaube ich, nichts, ne? Da auch schon wieder jemand begraben worden. Noch ein unbekannter Soldat. So, ich stelle mir auch die Frage, wie sieht es mit Kyle aus? Lebt der noch, durch dessen Hütte wir immer gerannt sind? Der müsste bestimmt auch noch irgendwo existieren, oder? Naja, kann sein, dass er zertrümmert wurde. Also platt gemacht wurde. Von den Trümmern meine ich. Ui, hier gibt es noch Wakel. Okay, holen wir uns den nächsten Ork. Aber immerhin haben wir uns da unten auch nochmal alles angesehen. Fand ich jetzt aber auch interessant, so mal zu sehen, wie viele Leute hier eigentlich dann begraben wurden, wo man nicht weiß, wer das jetzt war. So, wer schafft's jetzt? Eine steckt fest. Krieg ich den? Hallo, hierher. Habibi. Na super. So, jetzt kommt der Elite. Komm. Autsch. Echt? Ich dachte, der Schlag wäre jetzt für ihn so. Alter, der Kampf war jetzt ein bisschen. Da habe ich mich dumm angestellt. So. Sind auch schon bei einer halben Stunde, finde ich auch schon heftig.
Aber ey, bei dem Ork habe ich mich jetzt dumm angestellt. Aber okay, da sind jetzt, glaube ich, keine Eliten mehr übrig. Gehe ich mal von aus. Da stehen wahrscheinlich jetzt nur noch die normalen Ork-Krieger und die Schamanen rum. Aber die Seite kriegen wir auch noch safe frei. Und dann stelle ich mir die Frage beim neuen Lager, ob wir es jetzt auch schaffen, zum Drachen hin alles frei zu machen, bis zum nächsten Morgenstag. Weil da ja auch, wir haben ja jetzt einen Sumpfdrachen und einen Eisdrachen gefunden. Logisch würde es machen, wenn da auch ein Feuerdrache wäre und ein Blitzdrache oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Dass dann quasi vier Arten von Drachen auf jeden Fall sind. Ist hier irgendwo noch ein Ork? Ich meine, gerade noch ein Ork gehört zu haben. Wahrscheinlich oben, ne? Wenn wir den Weg da hingehen. Apropos, sind da eigentlich dort noch welche? Oder haben wir die schon alle besiegt? Auf der Seite von dem Tor. Was die Orks übernommen haben. Ich glaube, hier haben wir alle bekämpft. Hier dürfte keiner mehr sein. Na, hier ist niemand mehr. Nix und niemand. So, ich gucke noch mal kurz auf die Map. Da oben könnte auch einer sein, gehe ich mal von aus. Also ich sehe das so, jedes Mal, wenn wir Echsenmenschen finden, ist dort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo auch ein Drache. Hier haben wir ein Buddlerfleisch übersehen gehabt. Ja, komm, wir gehen wieder runter. Hier ist alles frei. Nun sehen zu, dass wir die Orks da mal klein hauen. Denn ich habe versprochen, wir machen in dieser Folge, auch wenn das wieder eine Überlänge-Folge ist, aber in dieser Folge machen wir die Seite hier vom alten Lager frei. Und in der letzten Folge hatten wir die andere Seite freigemacht. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ob wir den Rest hier der alten Kolonie frei machen. Wir sind ja schon in der Lage, Drachensnapper kaputt zu machen. Leider noch nicht zu viele auf einmal von den Drachensnappern, aber zumindest ein paar. So, einen Moment. Die Hütte brauchen wir nicht zu looten. Da ist ja nichts. So, ach so, ist nur ein Ork-Krieger hier. Ja gut, wenn wir den haben, dann haben wir auch den Schaman gleich. Autsch. Den habe ich, der hat mich erwischt. Wie viele Ringe der auch hat. Also, wie wir jetzt haben. Wie viele Ringe haben wir jetzt wirklich? Was haben wir da eigentlich? Kurzzeitige Sprinten haben wir schon 5 Stück. Vollständige Regeneration. Hier haben wir auch ein bisschen wieder eingesammelt. Dann hier. Mana Bonus. Mana Regeneration.
So, Ring der Priester, Ring der Heiler, Ring der Gewandtheit, Ring der Lebenskraft, noch ein Lebenskraft, Ring der Magie, Gürtel Schutzes, Erkennungszeichen des Ring des Wassers, Ring der Erzhaut, Ring der Eisenhaut, Feuerpfeil, heiliges Licht. So, dann irgendwo hier unten haben wir die ganzen 14 von den Ringen, 120 wert, okay. Schon mal was. So, jetzt können wir uns voll und ganz auf den Schamanen hier konzentrieren. Oh, und da sind schon mal ein paar Wargs. Das speichern wir. Ja, warte mal. Wir haben hier eine Hütte. Hier gibt es auch Loot. Hier noch ein Trank. Da noch ein Wagfell, noch ein Trank. Liegt hier noch was rum bei ihm? Nö. Ja, komm her. Die Orks will ich jetzt hier nicht angelockt haben. So. So. Wie viele Orks sind da jetzt? Da sehe ich schon den nächsten Grab. Wir sind auf der Seite auch schon bald durch. Oh, hier sind noch ein paar Kräuter. Die muss ich gleich mitnehmen. Und noch ein Trank. Ich finde es schön, dass eigentlich wirklich hier, wie immer. So einzeln abhauen. Also beziehungsweise hier, dass einer immer hinterherkommt und die anderen wieder zurückgehen. So, ich speichere einmal. Und ich versuche mal, den nächsten anzulocken. So, wen von ihm? Hat nicht so geklappt. Krieg es hin, dass einer von den beiden feststeckt und ich den anderen dann hinterher bekomme? Das muss doch irgendwie klappen, oder? Das muss doch irgendwie funktionieren. Ja, geil. Haben wir hingekriegt. Das heißt, den anderen können wir auch noch schnell holen. Solange der noch so weit weg ist. Es sei denn, der ist direkt darüber gespawnt. Ne, der ist noch hier. Der ist noch hier. Das heißt, den kriegen wir auch noch. Und solange er nicht uns zu viel Schaden macht, können wir den nächsten auch noch schnappen. Ne, der hat nicht so viel Schaden gemacht. Hat er überhaupt Schaden gemacht? Weiß nicht, ich speichere das aber noch einmal, vorsichtshalber.
Steintafel. Hier ein paar Meter weiter. So, unten nicht. Wo haben wir sie? Da. Steintafel der Lebensenergie 2. Okay, kommt der Schamane oder? Oder der Warg? Kann ich den da ein bisschen weglocken von dem Warg? Dass der hinterherkommt? Autsch, der hat mich erwischt. Okay. Ich lasse ihn mal seinen ganzen Mana verbrauchen. Vielleicht kommt er dann näher. Der Warg ist mir einfach noch zu nah. Frag mich, wie viel Mana der hat. Die können ja ihren Mana verbrauchen, so wie ich das bisher mitbekommen bzw. verstanden habe. Wenn ich mich hier hinter verstecke. Okay, wenn wir uns hinter Gebäuden verstecken oder sowas. Wo ist er? Da. Okay, aber jetzt muss ich definitiv nochmal pennen gehen. Wenn ich jetzt nicht schlafe, dann bin ich gleich tot. Mit etwas Pech. Könnten wir rein theoretisch überleben, aber das Risiko will ich nicht eingehen. So. Gehen wir mal hier runter. Ja, den Sprung haben wir überlebt. Nice. Und unten an der Mauer müssen wir auch noch, auf jeden Fall, die dezimieren, die Orks und die Snapper. So. Was für ein Level haben wir jetzt? Stufe 33 sind wir jetzt, Drachenjäger. Magiekreis 0. Wir könnten eigentlich mal auch die Kreise der Magie auch mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch Lehrer haben, die uns in Stärke noch weiter unterweisen können. Also, dass wir jetzt auch noch mehr in Stärke skillen können. Also die in der Lage sind, auch über 100 hinaus uns zu skillen, zu unterrichten, unterweisen. Auf jeden Fall in Jakenda waren die nur bis 90 möglich. Ich weiß auf jeden Fall, wie, also ich habe jetzt schon eine Idee, wie ich das im zweiten Run auf jeden Fall angehen werde. Zweiter Run werde ich definitiv noch nicht Magier machen. Werde ich da wahrscheinlich mich den Paladin anschließen, im zweiten Run. Aber ich habe schon auf jeden Fall einen Plan, wie ich das angehen werde im zweiten Run. So. Komm her. Okay, der hat mich jetzt zumindest einmal getroffen. Der sei ihm gegönnt.
Mal gucken, was es hier gibt. Hier sind auf jeden Fall schon mal zwei weitere Tote. So, unbekannter Soldat. War das nicht die Hütte von Matt? Hier, das ist ja Diegos alte Hütte, glaube ich, oder? Ne, das ist nicht Diegos alte Hütte, aber hier stand Diegos alte Hütte. Und wie Torus hier mal rumstolziert ist. Beziehungsweise nicht stolziert, stand da. Bloodwind war ja immer hier rumstolziert. Auf Bloodwinds Kopf, habe ich den noch? Ja, ich habe den noch. Ich habe den zum Glück nicht verkauft. Da bin ich richtig stolz drauf. Kann ich den eigentlich als Trophäe über meinen Kamin hängen oder so? Hier die alte Arena. Oh, da haben mich zwei entdeckt. Mal gucken, wer von denen als erstes zu mir schafft. Ernsthaft? So. Nehmen wir mit. Und nehmen wir auch mit. Einmal speichern und ja, kümmere ich mich mal um den Wag. Das ist ja nur ein Wag hier. So. Jetzt müssen wir wieder schlafen gehen. Oh, ich finde es aber auch doof, dass die Wege immer länger werden. Hey, aber immerhin kriegen wir es hin hier um das alte Lager herum alles freizumachen. Vor allem ist es auch schon einfach eine kleinere Burg geworden. Ich weiß zumindest in Gothic 3, dass da... dass man da in einer komplett neuen Welt ist, also eine neue Insel. Das weiß ich zumindest. Das habe ich ja bei der lieben Hel gesehen gehabt, dass man dann nach Myrtana rüber segelt. So, ich habe da bei ihr nur ein, zwei Folgen mal reingeschaut, weil ich mich jetzt aber auch nicht zu sehr spoilern lassen wollte. Ich wollte aber zumindest mal kurz reingeschaut haben, so was die liebe Dame da so macht. Und ja, vor allem auch, ich fand das echt komisch, wie alt Diego dann auf einmal geworden ist über diese Zeit hinweg. Aber ich frage mich, kann man da auch nochmal nach Corinnes zurück? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit? Ich sag aber so, ich habe jetzt schon Angst vor der Steuerung von Gothic 3. Und über Arcania werden wir erst recht nicht reden. Also, ich werde das spielen. Ich will wissen, wie schlimm es ist. Also, ich will wirklich das Leid über mich ergehen lassen, aber was ich bisher davon mitbekommen habe. Ich habe ja bei dem guten Freddy, dem Lisp bzw. Fredogmatik auch mal reingeschaut gehabt. Und das, was ich bisher bei Gothic gespielt habe, wie ich so also Gothic 1 und 2 gespielt habe und dann, wie ich die Charaktere hier alle lieb gewonnen hatte und die Lore hier lieb gewonnen habe und so weiter. Und dann gesehen habe, was in Arcania damit gemacht wurde. Bei ihm, so als ich das bei Freddy angesehen hatte. Es tat mir echt im Herzen weh.
Ich spiele hier das erste Mal Gothic, die komplette Gothic-Reihe, und es tat mir jetzt schon weh, bei Arcania das zu sehen, was daraus gemacht wurde. Wirklich, das, ich finde das heftig. Wenn ich als absoluter Noob schon Schmerzen in der Brust habe, das zu sehen, so, ich will nicht wissen, wie sehr es den Gothic-Veteranen, also unter euch hier, wie sehr es euch wehgetan hat, das zu sehen. Da auf jeden Fall mein großes Mitleid, auf jeden Fall, also ein großes Mitleid von meiner Seite. So, ist der da alleine oder? Der scheint alleine zu sein. Okay, nice. Aber ich sag so, ich werde mir Arcania definitiv selber auch noch einmal antun. Weil ich sag mal so, ich will wissen, wo Javut da Scheiße gebaut hat. Oh, warte mal, das ist keine gute Idee. Wenn der Elite dahinter auch noch schon am Kommen ist. So. Und die Elite da hinten will ich jetzt mir schnappen. Ja, aber wir haben gleich schon die Seite auch schon durch. So. Autsch, der hat mich jetzt erwischt. Wie hat er mich jetzt da nicht treffen können? Jetzt ernsthaft. Wo ist sein Schwert? Da. So, und was mit dem Schaman? Kriege ich ihn? Das sind zwei Schamanen. Ich gehe mal lieber darum. Oder warte, ich hol mir die Wölfe. Ich hol mir den Wolf. Da gibt es zwar nicht viele Punkte, aber Fleisch wenigstens. Gibt es hier sonst noch was? Hier ist noch ein Kraut. Ich glaube, die Seite habe ich sonst eigentlich groß größtenteils schon leer geräumt, ne? Wir haben auch noch mal ein paar Heilpflanzen. Was haben wir hier? Eine Spruchrolle? Scavenger, sah das aus. So, wie sieht's mit denen aus? Kriege ich das auf diese Art hin? Keine gute Idee.
Okay. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir definitiv nochmal schlafen gehen. Eine letzte Nacht, glaube ich. Ne, zwei, drei Nächte noch. Dann hätten wir das auch geschafft. So. Ja, ist ja nicht mehr viel, ne? So Stunde haben wir auch schon jetzt hinter uns. Dann haben wir für die Seite auch schon ungefähr anderthalb Stunden gebraucht. Und dann haben wir um die Burg herum alles frei. So. Pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und nochmal. So, jetzt aber. Speichern. Ich frage mich jetzt, wie viele Orks da noch gerade übrig sind. Ist das jetzt... Das ist doch die Musik vom Kloster, oder nicht, die jetzt läuft? Warum läuft jetzt die Musik vom Kloster? Ist immerhin Abwechslung. Bin ich froh drüber. Nee, ist nicht vom Kloster. Es ist von wo ist das die Musik? Von welchem Ort? Muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Ich komme gleich drauf. Und wo ist denn das, der Song? Also Song, in Anführungszeichen. So, holen wir uns den ran. So, geil. Den haben wir auch erledigt. Und wen haben wir hier noch? Den Schaman. Haben wir hier noch jemanden? Irgendwo? Haben wir die Hütte schon leer geräumt? Ne, haben wir noch nicht. Hier haben wir... Was haben wir? Knochen eines Goblins. Der ist wichtig. Ich hätte aber gerade noch irgendjemand auf uns gefeuert. Ach so, da. Ja. So, den haben wir.
Und den gönnen wir uns jetzt auch nochmal. Ja, genau, springen. Dann haben wir da noch zwei Wags. Bevor ich gegen die antrete, nochmal speichern. Und dann müsste die Seite frei sein, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Burg ist komplett frei von Orks, unbekannter Soldat. Jetzt will ich hier noch einmal kurz gucken in die verbrannten Hütten. Will ich hier noch irgendwas finden? Nope, hier nichts. Rest in Peace, Soldaten. So, gibt's hier noch was? Hier waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Wo haben wir eine Fackel? Ich sehe gar nichts. Lederbeutel. So, Fackel können wir wieder wegmachen. Ah ja, das kennen wir auch noch. Aber nice, wir haben hier alles befreit. Ach, herrlich, dann gehen wir mal hoch. Und ich guck mal, ob ich davon berichten kann, dass hier jetzt alles befreit wurde. Kein Ork mehr übrig ist, zumindest um die Burg herum. So. Zengraf. Ne, seine Spruchrollen will ich nicht. Oder? Hey, du. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Bring mir Armbrustschießen bei. Bring mir Armbrustschießen bei. Verzieh dich. Vor der Burg laufen genug Ziele rum. Über an denen. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Hm? Ich will von dir lernen. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. So, Armbrust, können wir bei ihm zumindest schon mal lernen? Wie sieht's in der Burg aus? Wie sieht's in der Burg aus? Ein paar Jungs trainieren, aber im Prinzip warten wir alle nur drauf, dass irgendwas passiert. Diese Ungewissheit macht mürbe. Das ist die Taktik dieser verdammten Orks. Sie warten so lange ab, bis wir mit den Nerven am Ende sind. Hm? Okay, bei ihm kann ich zumindest Armbrust jetzt lernen. So. Waffenknecht. Noch ein Waffenknecht. Noch ein Waffenknecht. Noch ein Waffenknecht. Ich kann hier aber niemanden sagen, hier, die sind alle weg. Ritter. Kirolov. Einhandkampf lernen? Nee, danke. Hey, du. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Die Orks haben uns umzingelt. Haben die nicht. Aber wir werden uns bis zum letzten Mann verteidigen und Inos wird uns gegen die Drachen beistehen. Was kannst du mir über das Minental erzählen? Was kannst du mir über das Minental erzählen? So viel ich weiß, gibt es mehrere Minen da draußen, wenn die nicht schon alle von den Orks überrannt wurden. Die Trupps bestehen zum größten Teil aus Gefangenen, aber es sind auch einige Paladine unter ihnen. Wer hat hier das Kommando? Wer hat hier das Kommando? Das wissen wir aber, ja. Garon. Er befindet sich im größten Haus hier in der Burg.
So, okay. Tandor. Zeig mir deine Ware. Ja, ich kann ihn verkaufen. So, was kann ich ihm anbieten? Beziehungsweise, was hat er jetzt so zur Auswahl? Orkschlechter ist Einhandwaffe. Hier haben wir wieder die Drachenschneide. So, ein Blutkelch. Silber, die werden wir woanders verkaufen, aber ich kann ihm zumindest den Schwefel verkaufen. Den Knochen. Zähne als Sumpfreis, Stachel, Flügel, Schatulle. So, haben wir hier Minecrawler Panzerplatten, behalte ich mal. Wer weiß, ob wir die vielleicht noch für was anderes brauchen. Pech. Bronze Lederbord, wo habe ich den denn her? Apfeltabak. Ach, brauchen wir nicht. Aquamarin brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir nicht. Goldene Schale. Hier, Wagfälle. Wolfsfälle. Flammenzunge. Teufel. Krallen. Haut eines Reptils. Zähne. Dass er das auch alles annimmt, finde ich auch super. So, dann hier unter den Waffen. Da haben wir eine magische Armbrust, die können wir momentan nicht mehr. Magischer Bogen. So, die normale Armbrust kann weg. Weidenbogen kann weg. Das behalten wir mal bei. Hier kann das auch alles weg. So, grober Zweihänder. So, das kann auch weg. So. Betty brauchen wir nicht. Ist zwar eine schöne Waffe, aber brauchen wir nicht. Orkschlechter haben wir. Brauchen wir nicht Einhandwaffen. Das wäre die nächst bessere Zweihandwaffe. Dann das hier und dann die Drachenschneide. So, wir haben unser Inventar ein bisschen geleert. Wir sind jetzt bei 26.000. Hey, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Deine Ankunft ist die einzig wirklich neue Nachricht. Okay. Dova. Hey, du. Nee. Ich würde jetzt gerne mit irgendjemandem meine Zweihandkünste noch einmal ausbessern, ansonsten Stärke. Das ist doch alles nur Gerede. Alter. Waffenknecht, Waffenknecht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Waffenknecht, Waffenknecht. Gerold? Nee. Von mir hatte das nicht. Das ist doch nicht so schlimm. Noch ein Waffenknecht, der da traumatisiert rumliegt? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kann ich mit Kommandant Garon noch mal reden? Ich kann das nicht glauben. Und ihm Bescheid sagen. Hier, die Orks sind weg. Ach, Koch heißt er. Ritter. Noch ein Ritter. Garond. Was gibt's Neues? Verdammt nochmal! Was lungerst du hier rum? Ich brauche die verdammte Verstärkung. Sogar Milton hat die Burg verlassen. Ich brauche aber nicht weniger Leute, ich brauche mehr. Die Orks sind weg. Ich weiß nicht, wo sein Problem ist. Passable? Alles klar? Alles klar. Bis jetzt noch. Schön. Urik, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Die Expedition ist an einem Tiefpunkt angelangt. Doch wir werden nicht aufgeben. Denn Innos ist bei uns. Er wird uns sicher aus dem Tal führen. Ja, okay. Das heißt dann, im Grunde habe ich für die Leute hier für umsonst alles gemacht, hier erledigt. Also den. Wer liegt denn da? So ist es Enos. Ach so, das ist nur ein Haufen Gerümpel.
Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie irgendjemand. Aber ey, wir haben es geschafft, hier die Burg zu befreien. So. Gehen wir nochmal runter. Nur, dass die Paladine nichts draus machen. Ist nicht mein Verfehlen. Ist nicht meine Schuld, dass die nichts draus machen. Drumherum ist ja alles weg. Okay, außer an dem Wald da. Weiß ich nicht, ob da jetzt alles weg ist, alles frei ist. Irgendwo sind aber wahrscheinlich noch Orks und Snapper hier. Da unten definitiv irgendwo. Ah, okay, wir sind jetzt hier. Und da sind noch ein paar Keiler. Machen wir die Snapper und die Keiler noch eben schnell. Und Wölfe da hinten auch noch. Die machen wir noch. So. Nichts zu plündern. Wo ist der andere Keiler? Da. So, dann gönnen wir uns noch die Wölfe. Gibt es hier noch andere Viecher, die ich übersehen haben könnte? Hier ist auf jeden Fall noch Buddlerfleisch. So, okay, dann halt nur die Wölfe. Sind das drei? Ne, zwei. Das sind nur zwei Stück. Süß, wie die das versucht hatten. So, wo sind die Snapper hin? Nochmal speichern, bevor ich mich mit denen anlege. Nicht springen. Nice. Alle geschafft. So, dann sind das nur noch die Orks da unten. Ist das eigentlich eine Tür? Was ist denn dahinter? Drachensnapper oder Razor? Drachensnapper. Zwei Stück. Komm. Nein. Das unser erster Tod heute. Okay. Gegen zwei Snapper auf, also Drachensnapper auf einmal, ist schon schwer. Versuch mal einen anzulocken. Ja. Okay, wenn einer angelockt ist, ist es schon wiederum was anderes. So. Das heißt, jetzt können wir nochmal speichern und uns um den nächsten da kümmern. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Ne, ich sehe da keinen. So, hoppala. Ich wollte jetzt nicht springen. Feuerwurzel, perfekt.
Einmal kurz gucken, gibt es hier noch irgendwo jemanden? Na, also dann haben wir es eigentlich im Grunde hier durch, abgesehen da hinten an der Mauer direkt. So, das nehmen wir mal mit. Dann würde ich aber auch schon sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.